Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind wieder am Start und wollen heute das Ganze fortsetzen gegen den FC Arsenal, unter anderem das zweite Spiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen das sein wird, denn ich mache es heute so, wie ihr es euch gewünscht habt, und zwar nehme ich das Ganze Überraschung mal live auf. Allerdings gibt es dabei ein Problem, das wir nicht so wirklich bedacht haben, und zwar, wie soll ich das mit dem Training machen? Ich kann ja nicht irgendwie meine Stimme sonderlich, ja, quasi hochpitchen bzw. schneller pitchen, vor allem rede ich während des Trainings auch einfach nicht. Die Möglichkeit Nummer 1 ist, dass ich das einfach mit Musik hinterlege. Möglichkeit Nummer 2, die ich gerade bevorzuge, ist, dass ich das doch überskippe und dass ihr euch das nicht angucken müsst bzw. angucken könnt. Ihr könnt mir nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, ob es mit Musik oder ohne Musik und einfach rausgeschnitten. Ich werde es für diese Episode erstmal rausschneiden, aber schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, weil das interessiert mich halt einfach, was ihr da bevorzugen würdet und ob ihr live oder nachkommentiert auch bevorzugt. Allerdings ist Training halt wichtig, deswegen will ich es schon machen und ich werde jetzt am Donnerstag irgendwie jetzt hier gerade durchziehen. Wir haben vorher nochmal 3 Nachrichten in unserer Box und haben ein Transferangebot für Macaulay Gillespie. Ach du, egal. Wir verleihen in Oxford, ist in Ordnung. 19-jähriger Innenverteidiger, 57er Rating, wird wahrscheinlich nichts mehr draus werden, aber ist egal, solange wir verleihen können, ist das ja in Ordnung. So, Rafael Guerreiro haben wir unseren Abschlussbericht zu. Ist natürlich an sich wie jedes Jahr ein relativ guter Spieler, aber einfach, ja, nicht das, wonach wir suchen, weil das ist eher einer für eine Dreierkette oder für einen, der ein bisschen defensivere Mittelfeldspieler spielen möchte. Hugo Widemont. Keine Ahnung, juckt mich aber auch nicht so wirklich. Ein Depp wäre da schon der Spieler von den linken Mittelfeldspielern aus Frankreich, die mich am meisten interessieren würden. Aber gut, so, wir machen weiter und zwar gehen wir zum Donnerstag. Simulation wird direkt mal gestoppt, mal sehen, ob wir eine Nachricht bekommen oder nicht. Und ansonsten, genau, gehen wir einfach so ins Training rein und wir melden uns. Genau, ich melde mich gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder und wir haben bei allen ein A erreicht und bei Janmar hat endlich das Upgrade auf 78, wunderbar. Bei Sissoko fehlt noch ein bisschen beim Schuss, beim Bemba, ja, auch, aber den haben wir ja gerade erst auf ein neues Rating bekommen quasi, glaube ich zumindest. Und bei Aarons fehlt nicht mehr so viel, bei Pato geht's auch voran, also sieht ganz gut aus eigentlich. Und was hoffentlich auch gut aussehen wird, ist die Partie gegen Arsenal, in die wir jetzt gleich reingehen werden. Transferangebote werden wir wohl nicht mehr bekommen, jetzt kurz vor dieser wichtigen Partie. Ich bin sehr gespannt auf den Transfer-Deadline-Day, den haben wir ja heute auch noch. Wir kriegen sogar noch 4 Nachrichten, wahrscheinlich auch Transferangebot. Nein, kein einziges, okay. Am Abschluss berichtet zu den beiden Lazio-Wingern. Zu Kieschner mit 75, der echt, na, der ist schon geil. Aber Philippe Anderson ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, auch wenn der viel zu teuer sein wird. Trotzdem beide sehr, sehr nice. Werde ich beide auf der Liste behalten. Und wir haben aktuelles aus Frankreich, was wir uns natürlich auch sehr gerne angucken. Ein paar Spieler, die abgestellt sind für die Nationalteams. Unter anderem Alexandre Pato, sehr, sehr schönste. 3 Spieler gleich für die Niederlande. Wir haben hier Camano, wir haben Thomas Touré. Der hat einen lustigen Namen, deswegen gucke ich ihn mir mal an. Dann haben wir Lemar, okay, wir haben Cabot, wir haben Kouakou und wir haben Pedro Henrique. Den habe ich ja in Ultimate Team gespielt, jetzt in 7 Minutes kurz, deswegen gucke ich mir den auch mal an. Der sieht nämlich gar nicht so scheiße aus eigentlich für einen Karrieremodus. Und damit machen wir weiter. Für das Spiel gegen Arsenal erstmal die Aufstellung, das machen wir, ja, obligatorisch seit neuestem, ja, indem wir einfach hier weitergehen und dann so machen und dann so machen und so machen und damit wir unsere Startelf nicht für immer verändern, sondern nur für dieses Spiel, dann machen wir es in diesem Screen. So, wie machen wir das? Pogbas Form geht nach unten, das finde ich nicht so schön, aber der muss trotzdem spielen, der muss nämlich Spielpraxis sammeln, damit er sich in der Liga eingewöhnt. Hashtag Erdinch, kennt er? Egal, Marvaux, den packen wir mal auf die Bank, aber für wen ist die Frage? Vielleicht packen wir auch nicht auf die Bank. Vielleicht spielen wir einfach genauso, wie es die letzten Spiele funktioniert hat, und zwar mit dieser Aufstellung. Ich überlege allerdings Torvan, ja, wobei ich kann den eher einwechseln, wa? Ja, ist, glaube ich, keine schlechte Idee, damit Aarons, der immerhin eine konstante Form hat, nicht irgendwie auf der Bank verschimmeln muss. Gouffra lasse ich auch mal draußen. Okay, wir gehen dann mit der gleichen Aufstellung ins Spiel, wie die letzten Partien gespielt wurden. Bewölkt um 13 Uhr im St. James's Park. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die Gunners zu Gast bei den Magpies und der ganze St. James's Park inklusive der Toons freute sich auf diese Partie gegen den Londoner Topclub Newcastle. Gut in den letzten Spielen gewesen, nach dem schlechten Start gegen Southampton mittlerweile deutlich erholt und deutlich besser als in der Vorsaison. Das Ganze sollte sich heute fortsetzen, allerdings gegen einen Gegner, der natürlich sich gut verstärkt hatte im Sommer, zumindest in puncto, ja, von Verletzungen zurückkehrten und dementsprechend nicht einfach zu bespielen war. Spieler im Fokus, beziehungsweise der absolute Star bei den Gunners, natürlich Alexis Sanchez, der Chilene, auf dem linken Flügel beheimatet und heute sollte der für Furore sorgen vor dem Tor von Tim Krul, dass er in den letzten Spielen relativ gut behütet wurde von ihm und auch von seiner Defensive, aber dazu kommen wir gleich. Ja, im Tor Tim Krul, davor ja Martin Bemba, Pogba und Haidara, auf der Doppel-6 Sissoko und Emre Can, davor Zaha, Rolando Aarons und Jorginho Wijnaldum und im Sturm natürlich die alleinige Spitze Alexandre Pato, mal wieder nur auf der Bank saß Alexander Mitrovic. Die mitgereisten Fans aus London erwarteten folgende Elf auf dem Platz, natürlich angeführt von
von Petritschek. Im Tor davor Debuchy, Koscielny, Gabriel und Nacho. Monreal auf der Doppel-6, quasi auf der Doppel-6. Jack Wilshere und Aaron Ramsey davor. Thomas Rosicki zusammen mit Theo Walcott. Danny Welbeck auf dem rechten Flügel und im Sturm Alexis Sanchez. Nein, falsch. Alexis Sanchez nicht im Sturm. Alexis Sanchez auf dem linken Flügel. Welbeck im Sturm und Rosicki auf der linken 10, während Walcott auf rechts spielte. So ist die Aufstellung, das 4-3-3 in der diamantenen Variation quasi. Nicht 4-2-3-1 über Newcastle United. Trotzdem hatten beide sehr, sehr starke Offensivleute auf dem Platz. Wijnaldum und Pardo auf der einen Seite, Sanchez und natürlich auch Welbeck auf der anderen Seite. Das Ganze konnte gefährlich werden und wir schauen einfach mal rein in die erste Aktion der Partie, die natürlich geleitet wurde von einem sehr kompetenten Schiedsrichter und das muss in so einer Partie auch definitiv der Fall sein. Wir springen rein in die erste Situation und Newcastle hat ja in den letzten Wochen Probleme gehabt in der Anfangsphase und auch diesmal setzte sich das weiter fort. Alexis Sanchez wird nicht richtig attackiert von Mbemba und der Schuss aus der Distanz einfach mal richtig schön gedreht. Ach, vorbei am Tor von Tim Krul, das war noch nicht so gefährlich nach 4 Minuten, aber die beste Chance bis zu diesem Zeitpunkt. Danach passierte bei Arsenal nicht mehr so viel. Die hatten keine wirklichen Ideen, wussten nicht, wie sie ankommen sollten. Kurz vor der Halbzeit dann mal ein Konter, denn da war Newcastle richtig stark in dieser Partie. Schöner Ball auf Alexandre Pato, der ist schneller als Laurent Koscielny und auch besser als Debuchy und wird gefoult im 16er und das gibt den Elfmeter. 42. Spielminute, die Chance für die Magpies in Führung zu gehen. Dummes Foul von Koscielny. Pato ist einfach schneller, macht den guten Haken, er lässt das Bein stehen und dementsprechend vollkommen berechtigt dieser Strafstoß für Newcastle United. Die Chance also für den gefoulten Alexandre Pato, das Ding selber reinzumachen. Zunächst einmal Shamusa Sissoko am Elfmeterpunkt. Das Ganze dann aber doch übertragen in die Hände des fähigen Brasilianers, der ja vor der Saison gewechselt war. Von Sao Paulo für 14 Millionen bereits einmal getroffen hatte und das Ganze heute genauso fortsetzen wollte. Gegen Petritschek, bekannt als Elferkiller, hier hat er absolut keine Chance. Links oben reingeschlagen. 1-0 für Newcastle. 44. Minute, das hatte sich nicht abgezeichnet. Zwar hatte Arsenal große Probleme mit dem harten Pressing und dem frühen Pressing von Newcastle. Allerdings, war das hier sicherlich nicht der Matchplan von Arsene Wenger gewesen, so früh in Rückstand zu gehen. In Anführungsstrichen früh, denn es war ja schon fast Halbzeit. Allerdings machte, während wir hier Alex Pato jubeln sehen, Arsene danach direkt den Fehler, sich wieder unter Druck setzen zu lassen. Hier sehen wir Monreal, der spielt auf Gabriel und der mit einem katastrophalen Fehlplus wieder auf den Torschützen, auf Alexandre Pato, kann sich nicht durchsetzen gegen Wijnaldum und der Niederländer macht das 2-0. 45. Minute, innerhalb von 2 Minuten stellt Newcastle das ganze Spiel auf den Kopf und geht mit 2 Toren in Führung. Wunderbar gemacht vom Niederländer, klasse unter Druck gesetzt von Alex Pato, der seine nächste Vorlage macht und wie Wijnaldum dann hier Gabriel vernascht, das ist richtig, richtig klasse. Da hat sich der Transfer auf jeden Fall gelohnt, Check chancenlos und dementsprechend stand es 2-0. Damit ging es in die Halbzeit. Joa, Arsenal zu diesem Zeitpunkt natürlich sehr demoralisiert. Newcastle, die waren richtig oben auf. Wijnaldum, ein Schuss, ein Tor. Auf der anderen Seite genauso Pato, ein Schuss, ein Tor. Dazu noch eine Torvorlage. Die Offensivabteilung der Magpies machte das also gut. Auf der anderen Seite hatten wir von Alexis Sanchez nur in der ersten Halbzeit was gesehen. Und das nach 4 Minuten. Ansonsten ging nicht viel, weil, wie gesagt, Newcastle sehr früh die Abwehrkette der Gunners unter Druck setzte und das perfekt funktionierte. Und auch in der zweiten Halbzeit sehen wir das direkt mal wieder über Rolando Ahrens, der hier Koscielny unter Druck setzt und sich den Ball tatsächlich auch erobern kann. Wunderbar gemacht vom jungen Jamaikaner. Und der ist schneller als der Franzose. Der geht in den 16er und spielt dann nicht uneigennützig quer, sondern schießt selber. Das wäre die Chance auf die endgültige Entscheidung gewesen. Die Vorentscheidung in der 50. Minute. Aber Petritschek wäre wohl da gewesen. Und der Ball schlägt so oder so ans Außennetz. Trotzdem war Newcastle die bessere Mannschaft und kam, wenn da mal gefährlich vor das Tor. Auf der anderen Seite gab es absolut keine Chancen. Arsenal hatte überhaupt keinen Plan gegen die Defensive von den Magpies. Die Ecke von Rolando Ahrens auf den Kopf von Pogba. Und der ist, wenn dann offensiv gefordert. Richtig schöner Kopfball vom französischen Bruder, beziehungsweise er spielt für die Nationalmannschaft von Guinea, also dem guineanischen Bruder von, Paul Pogba. Allerdings musste der jetzt auch defensiv mal aufpassen hier in dieser Situation. Mbemba rückt raus, erstmal geklärt und Pogba sieht dann nicht so gut aus, Ball in den Rückraum, Welbeck ist da und es gibt die Parade. Im richtigen Moment von Tim Krul ist früh in der Ecke und kann dementsprechend den Schuss des Engländers halten. Der wurde danach ausgewechselt und durfte von der Bank diese Szene miterleben. Konter über Sissoko, der sich klasse durchsetzt. Perez legt nochmal ab auf Thauvin und der macht das richtig gut. Gegen Jack Wilshere vernascht den englischen Nationalspieler und bumm, drin das Ding, 3-0, 80. Minute, die endgültige Entscheidung. Der gerade erst eingewechselte Thauvin macht direkt seine Bude. Tschech kann wieder absolut nichts machen, ganz, ganz schwach verteidigt von Jack Wilshere in der Situation, lässt sich komplett auseinandernehmen vom jungen Franzosen und dass dann keiner so wirklich hingeht, das nutzt natürlich Thauvin eiskalt aus und dementsprechend war das die Entscheidung, die letzte Aktion der Partie. Newcastle mit einem absolut überraschenden, Kantersieg gegen Arsenal London. Das war, wie gesagt, nicht der Plan von Arsene Wenger, allerdings hat er nicht
nichts gegen den sehr aggressiven Matchplan von Trainer MGT entgegenzusetzen und dementsprechend geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Newcastle unfassbar effektiv und unfassbar gut in der Vorwärtsbewegung, genauso wie sie auch heute defensiv sehr gut standen. Wenn es so weitergeht, dann können die richtig Spaß machen, dann wird es richtig schwer, auch für andere Top-Teams hier im St. James' Park. Wie das Ganze auswärts werden wird, das werden wir unter anderem in der nächsten Woche gehen. Dann geht es nämlich wieder nach London und zwar diesmal zu West Ham. Interessante Partie, die Magpies bei den Hammers. Also ich habe keine Ahnung, wo das herkam, aber das war ja der absolute Hammer. Wir haben Arsenal komplett auseinandergenommen, komplett dominiert und komplett verdient auch 3-0 in der Höhe gewonnen. Das war wirklich eine Mega-Leistung. Vielleicht das laufintensivste Spiel der Saison, aber definitiv auch das Highlight der Saison, da bin ich mir relativ sicher. Jetzt sind wir schon mal auf Tabellenplatz 5, sind an Arsenal vorbeigezogen. 4 Spiele, 7 Punkte nach einem schlechten Start gegen Southampton läuft jetzt einigermaßen und vor allem haben wir jetzt in dem einen Spiel gegen Arsenal mehr Tore geschossen als in den 3 Spielen zuvor. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich nice. Aubameyang, wir kriegen ein Angebot von Bolton für ihn und das, Leute, das freut mich bis zum geht nicht mehr, denn ihr wisst eventuell, in meinem Karrieremodus letztes Jahr bin ich den ums Verrecken nicht losgeworden und jetzt sieht es aus, als ob er tatsächlich wechseln sollte und das direkt in der ersten Saison, in der ersten Transferperiode, was natürlich ideal ist. Was mich gerade so ein bisschen abgefuckt hat ist, ach komm, wir nehmen es einfach an. Was mich gerade so ein bisschen abgefuckt hat, war der Schiedsrichter. Warum, fragt ihr euch eventuell? Ganz einfach, der hat ein gelbes Trikot an und Arsenals Trikots waren Gold. Das war so ein bisschen, geht besser. Geht auf jeden Fall besser, aber von mir aus soll er das gerne tragen. Ich überlege gerade, auf welcher Position wir denn theoretisch noch Nachholbedarf hätten. Die Außenverteidigerpositionen sind für mich noch so ein kleines Rätsel. Colback kann links, haben wir auch einen, der Rechtsverteidiger noch spielen kann. Anita? Nee, Anita nicht. Colocini auch nicht. Paul Dummett kann nur links. Lascell auch nicht mehr. Vielleicht sollten wir uns da noch einen Rechtsverteidiger holen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wen es da so gibt. Deswegen gucken wir einfach mal nach. Wir suchen einfach in der Premier League spaßeshalber mal. Beziehungsweise, nee, wir suchen in der Eredivisie, weil wir haben ja schon einige Niederländer. Und vielleicht finden wir da ja einen vernünftigen Rechtsverteidiger, der unserem Team weiterhelfen kann. Nationalität war vollkommener Humbug. Aber gut, wir machen das Ganze nochmal. Gehen nochmal auf die Eredivisie und schauen mal, was es da für Rechtsverteidiger gibt. Zack, wir haben da Anderson, Appia, Drost, Ebuei. Ich muss mal nebenbei so ein bisschen, also ich kann jetzt ja nicht mehr scouten, deswegen gucke ich mal zumindest kurz bei SoFIFA ein paar Namen nach, die mir allgemein relativ attraktiv vorkommen und da gehört Ebuei auf jeden Fall zu, denn der ist 19 und der ist 1,87 Meter groß, von daher Vertrag läuft auch noch aus, also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir noch? Todd Kane. Was? Wahrscheinlich nur ausgeliehen an die Menge. Nee, sogar verkauft worden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Er sieht so ein bisschen aus wie Steve van Beek, aber die sehen halt alle so aus bei Motherfucking Feyenoord Rotterdam. Nebenbei bemerkt, lädt bei mir SoFIFA jetzt gerade nicht. Das finde ich ein bisschen blöd, da müssen wir auf Footed gehen, da müssen wir danach gucken. Wir haben noch Lopez Capral, da haben wir mal ein paar Informationen, da sieht aber nicht so stark aus. Malone, Payne, ja, das ist interessant. Schob, nee, ist aber 18, wäre also nicht schlecht. TT, wäre auch nicht schlecht. An sich Pelé van Arnhold, der heißt echt Pelé mit Vornamen, ist ja geil. So, jetzt hier lädt nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber hier lädt nichts. So, wir versuchen es nochmal mit Foothead. Mal sehen, ob das vielleicht nochmal funktioniert. Ich würde ganz gern wissen, wie viel Ebuei hat. So, oder Dix. Sieht auch nicht schlecht aus. Grätsche. Ja. Ich warte mal eben und melde mich gleich wieder. Mach mal kurz einen Cut, oder? Jetzt geht's gerade, glaube ich. Ja, jetzt geht es. Wunderbar. Also, wir gucken nach Ebuehi. Natürlich ist das Potenzial immer ein bisschen nebenrangig auch, aber wir brauchen ja zumindest der 63. Ja, okay. Was hat er für ein Potenzial? Karrieremodus. Ebuehi und Karrieremodus 72. Das sieht vielleicht bei Dix schon wieder ein bisschen besser aus. Dessen Stärke ist Abfang, was als Rechtsverteidiger auch nicht schlecht ist. Und der hat ein 70er-Rating, was schon mal nice ist. Und was für ein Potenzial mit seinen 18 Jahren? 80. Den werden wir uns dementsprechend holen. Zumindest werden wir versuchen, uns ihn zu holen. Keine Ahnung, was der so wert sein wird. 1 Million vielleicht? Nee, wichtiger Stammspieler. Das heißt auf jeden Fall mehr. Aber die werden uns bestimmt schon sagen, was sie haben wollen für den Kollegen. Wen haben wir denn noch, der interessant aussieht eventuell? Lilievelt. Das sieht auch nicht so schlecht aus von den Werten, die bei ihm zumindest ganz gut sein sollen. Das ist ja immer so ein bisschen eine Frage. Allerdings habe ich Fulltide gerade geschlossen. Das war natürlich eine ganz dämliche Entscheidung. Schob haben wir hier noch. Okay, wir machen einfach mal weiter. Nein, wir machen nicht weiter. Wir machen doch nicht weiter. Hab den aber schon wieder vergessen. Ah, das ist ja alles ein unfassbares Drama. Lilievelt. Das ist natürlich auch ein Name, der absolut schwer ist. Aus 58er Rating. Okay. Damit haben wir das quasi erledigt. Wir haben noch Payne. Payne wäre natürlich cool. Er ist zwar Ami und kein Niederländer, aber von mir aus nein.
gibt's, ist Linksverteidiger angeblich, aber zumindest ein Ultimate Team, das muss ja nichts heißen. Strahlmann. Sprintgeschwindigkeit als Stärke mit 1,90. Sowas gefällt mir an sich immer schon relativ gut, hat aber nur ein 60er-Rating. Das heißt, der kommt auch nicht so wirklich in Frage. Van Aanholt. Da gucken wir nochmal nach, weil der Bruder ja nicht schlecht ist. Und ich denke mal, der könnte eventuell auch ein bisschen... Den gibt's nicht in Ultimate Team, den Pelé. Das heißt, wir müssen nochmal auf SoFIFA gehen und hoffen, dass es lädt. Was aber nicht so scheint. Und ansonsten machen wir es genauso, wie ich mir dachte. Und simulieren einfach schon mal ein bisschen nach vorne. Ja, ich weiß, SoFIFA klingt das vielleicht ein bisschen noobig, aber ein bisschen muss man auch sich umschauen quasi. Und jetzt hat tatsächlich mal was geladen. Und zwar SoFIFA, was ganz schönes, Van Aanholt. Zack, so, abgelehnt. Ist zu wertvoll für die Kollegen. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal mit 2,6 Millionen. Zack. So, Van Aanholt. Da gibt's auch nur den einen. Was ist denn da los? Pelé. Ist der vielleicht irgendwie rausgeflogen oder sowas? Nee, Pelé Van Aanholt. 71er Rating, 75er Potenzial. Würde mir auch gefallen an sich. Hat dazu noch eine vernünftige Schusskraft. Beschleunigung, Sprintgeschwindigkeit sehen auch in Ordnung aus. Könnte man dementsprechend auch zumindest mal nachschauen, ob man den bekommt. Ist dazu auch noch relativ groß und das wäre ja an sich schon mal, beziehungsweise klingt ja an sich schon mal gar nicht schlecht. Den findest, ach so, der wird nur mit A. Das ist nicht der Bruder. Entschuldigung. Der wird nämlich nur mit einem A geschrieben. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Jetzt wichtiger Stammspieler. Oh, dann wird es aber natürlich auch schwer, den zu bekommen. Soll mir aber egal sein. Versuchen kann man es ja trotzdem. So, ich hoffe, dass wir noch ein paar Angebote bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir so auf der Liste noch drauf haben. Das ist, oh nee, jetzt habe ich wieder auf Suchen geklickt. Dass das immer so ein bisschen lange dauert im Menü, das nervt mich. So, was haben wir denn noch? Nichts mehr auf der Liste. Gar nichts? Was? Warum haben wir denn nichts mehr auf der Liste? Taylor ist auf der Liste und wer noch? Ja gut, Gouffran, irgendwie auch, ja. The Skell, ja, auch der, ja, vielleicht eher eine Laie. Ich hab doch echt, was hab ich denn gemacht? Ich bin ein vollkommener Idiot, warum hab ich die denn nicht alle? Jetzt bin ich ein bisschen genervt von mir selber, dass ich das nicht mehr rechtzeitig gemacht habe. Okay, unser Kader wird wahrscheinlich danach extrem dünn sein, aber das soll mir jetzt mal egal sein. Valencia verpflichtet Luis Gustavo und das ist gar nicht mal so schlecht. So, beide haben akzeptiert. Dann nehmen wir aber natürlich Dix, weil, Alter, 25.000 Geld, das ist natürlich auch ein Sprung. Kann auch gleich 5 Jahre bleiben und ist Rotationsspieler. Ich denke mal, damit dürfte er aber zufrieden sein. Hoffe ich zumindest. Vielleicht möchte er auch eine größere Rolle spielen. Aber ich denke mal, Dix ist gerade wegen dem Potenzial auch schon die bessere Variante für uns. Wir schauen nach, ob er das Angebot annehmen wird. Vielleicht haben wir dann auch am letzten Tag eine Verpflichtung. Ja, er nimmt es an. Und damit haben wir einen neuen Rechtsverteidiger in unserem Kader, der hoffentlich ja, so einiges bewirken wird, beziehungsweise der gute Ersatz für Jammert sein wird. Der hat zwar 92 aus, aber ich denke mal, ein Ersatzmann kann nicht schaden, vor allem, weil der sich ja theoretisch auch verletzen kann. Schauen wir mal nach, was hat er für ein Rating? 70. Und das sieht doch eigentlich, ja, das sieht doch gut aus. Das kann man auf jeden Fall so machen. 1,83 groß, Mittelarbeitsraten. Bin ich ganz froh darüber, dass wir den jetzt verpflichtet haben. Und den setzen wir auf die Bank für Rob Elliott. Warum für den Torwart? Weil ich Torhüter sowieso niemals einwechseln werde. Von daher ist auch egal, wenn der quasi nicht da ist, sondern ganz draußen sitzt. Ja, wie auch immer. Wir simulieren mal die restlichen 5 Stunden. Vielleicht kriegen wir noch ein Angebot. Tatsächlich ist das der Fall. Die Frage ist natürlich jetzt für wen. Wenn es für einen Stammspieler ist, ist nicht so schlecht. Nee, Heeren wen. Ja, okay, Pelé Van Aanholt, 2,4 Millionen. Wäre weniger gewesen, als ich geboten hätte. Von daher ist mir sowieso egal. Crescito möchte ganz gerne, wie es aussieht, bei Zenit St. Petersburg bleiben. Dzeko sagt nein zu Tottenham Hotspur. Azpilicueta will nicht zu Wolfsburg. Und auch Hanek wird wahrscheinlich nicht mehr zu Getafe gehen in der letzten Stunde. Jetzt kriegen wir noch mal Angebote. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Oder ist das jetzt hier irgendwie, ja, okay. Das ist wieder für Pelé Van Aanholt, der ist anscheinend ganz schön begehrt, aber wir haben ja unseren neuen Rechtsverteidiger und damit ist die Transferphase auch abgelaufen und jetzt kriegen wir aktuell jetzt aus Italien, das ist natürlich, ja, super. Beltram, Ragusa, ach, Ragusa ist mir zu alt, aber Beltram können wir nochmal so scouten, auch wenn wir den natürlich jetzt sowieso nicht mehr verpflichten können, aber wir brauchen ja jetzt momentan auch nichts, haben Länderspielpause, sind aber noch kein Nationaltrainer wollen wir wahrscheinlich auch wieder nicht werden, von daher ist das nicht so wichtig. Ich habe vergessen zu trainieren gerade, shit. Oder einfach nicht, ich weiß es nicht. Bebu können wir mal scouten, Nastasic nicht, Kosecki auch nicht, Miyaichi auch nicht, Volland ist zu teuer und der Rest hier ist auch nicht so interessant. Von daher lassen wir das Ganze mal sein und ich werde mal wieder trainieren, karte das Ganze raus und bis gleich. So, Folks, da sind wir wieder. Aarons steigt im Rating um 1 auf 72, was sehr schön ist. Dix hat sich in seiner ersten Übung auch gut gemacht. Sissoko leider Gottes nur ein B erreicht, aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Wir werden das Ganze gleich wahrscheinlich nochmal durchziehen, weil wir wahrscheinlich nochmal Training haben vor dem nächsten Ligaspiel. Ja, das sehe ich
Richtig? Nee, sehe ich doch nicht. Doch, ja, wäre möglich gewesen. Allerdings spielen wir am Montagabend, das heißt, wir haben das Topspiel und das heißt, wir können nicht mehr trainieren, aber das soll jetzt auch nicht so schlimm sein, weil wir haben ja gerade trainiert und dann müsst ihr nicht zweimal quasi den Cut ertragen. So, wir beobachten mal Ryan Mendes, der zu Nottingham Forest gewechselt ist, einfach weil er eine coole Nation hat und ansonsten interessiert mich hier jetzt nicht mehr so wirklich viel. Okay, Wellington Silva vielleicht noch, aber das war es dann auch schon. Gut, ich würde sagen, wir gehen ins Spiel gegen West Ham United. Wir spielen zu Hause, am Bowling Ground. Das heißt, dass die Hammers uns empfangen und wir wollen natürlich im Idealfall so gut spielen, wie es geht. Mir haben ehrlich gesagt sehr viele Spieler sehr gut gefallen, deswegen kann ich momentan nicht so wirklich sagen, ich nehme den und den raus und bin der Meinung, dass wir eigentlich mit der gleichen Aufstellung in die Partie reingehen sollten. Ich denke, da muss ich nicht großartig was ändern. Pardew hat gut gespielt, Wijnaldum hat Weltklasse gespielt, Zaha, ja, unauffällig, aber gut. Thauvin hat immer Form runter. Da muss ich mal so ein bisschen überlegen, was ich da mache. Vielleicht lasse ich den spielen für Zaha, ja. Und dann lasse ich Zaha irgendwie einwechseln, beziehungsweise wechsel Zaha ein im Laufe der Partie, wenn es nicht so läuft, beziehungsweise auch wenn es läuft, damit er seine Spielpraxis bekommt. Wir spielen im Regen am Bowling Ground. Ich wünsche euch viel Spaß mit Schiedsrichter Philip Dowd und dem Topspiel am 14. September um 20 Uhr. Bis gleich. Topspieler Montagabend, der Bowling Ground erwartete die Magpies siegreich mit 3:0 gegen einen anderen Londoner Club gewesen und das erst vor einer Woche und das wollten sie natürlich heute genauso fortsetzen. West Ham, das kleinere Kaliber im Vergleich zu Arsenal. London war natürlich auch nicht schlecht und gerade zu Hause nicht zu unterschätzen. Viele Fans erwarteten viel von ihrem Team. Tabellensituation 9. Newcastle nach dem schwachen Start mittlerweile ganz gut erholt und 12. West Ham, das sieht man auch nicht alle Tage. Die sollten eigentlich weiter oben angesiedelt sein, sind momentan aber relativ weit unten in der Tabelle. Gut, auf der einen Seite also die, die bereits gegen Arsenal und Manchester United gepunktet hatten und auf der anderen Seite die, die jetzt die genau schlagen wollten. Das wäre die zweite Saisonniederlage für die Magpies und es wären dann ja die nächsten 3 Punkte für die Hammers und die würden dementsprechend mit Newcastle gleichziehen. Ob das Ganze funktioniert, wir schauen einfach mal rein. Zunächst einmal die Aufstellung von West Ham United. Adrian im Tor, davor Jenkins und Ogbonna, Winston Reid und Aaron Cresswell. Davor auf der 6 Morgan Amalfitano und recht Mittelfeld. Natürlich auf der 6 Song und Noble links Moses. Davor dann Dimitri Payet, der französische Spielmacher und in der Sturmspitze Andy Carroll, der ehemalige 45 Millionen Mann, der sollte heute die Tore machen. Bei West Ham auf der anderen Seite war dafür natürlich wieder Alexandre Pato da im Tor. Krüll, davor Jan Matembemba, Pogba, Haidara, Sissoko und schon auf der 6. Thauvin, Aarons und Wijnaldum im Mittelfeld und in der Sturmspitze Alexandre Pato. Es hatte sich also nur eine Sache geändert und zwar war das Thauvin, der in die Startelf rückte für Wilfried Zaha, der nicht überzeugt hatte, trotz des 3-0-Sieges gegen Arsenal London, wo ja Thauvin auch nach seiner Einwechslung direkt gestochen hatte. Wer auch getroffen hatte, war Alex Pato, genauso wie Wijnaldum, die war beide hier sehen. Die wollten auch heute wieder genau das gleiche anstellen mit der Defensive der West Ham Uniteds, wie sie es bereits mit der Gunners Defensive getan hatten. Das wollten die Fans natürlich nicht so gerne sehen und Phil Dowd wirft dann die Partie an und es ging wie immer nicht gut los für die Magpies. Die hatten in der Anfangsphase wieder so ein bisschen Scheuklappen auf und kamen nicht gut in die Partie. Hier sehen wir Dimitri Payet, gerade angesprochen, klasse Spielmacher aus Frankreich, spielt den Ball auf Aaron Cresswell. Mbemba kommt nicht in den Zweikampf, Andy Carroll ist da, 1:0, 9. Spielminute, die frühe Führung und mit was für einer Selbstverständlichkeit Andy Carroll diesen Volley reinnetzt, da fragt man sich, wieso er das nicht in alten Tagen bei beispielsweise Liverpool schon getan hat. Klasse Flanke von Cresswell, da kommt Mbemba zu spät, Pogba zum zweiten Mal diese Episode, ist nicht rechtzeitig da und im Endeffekt macht Carroll sein Tor. Danach ja versucht in Newcastle zurückzukommen, Sissoko mit einem Freischuss aus 40 Metern und Adrian muss den über die Latte lenken. Es gibt einen Eckball und da sind sie stark, eben mit diesem gerade angesprochenen Pogba, der kommt hier allerdings auch an den Ball, jedoch wird das Ganze nicht gefährlich. Sissokos Kopfballablage zurück auf Aarons ist dann zu kurz. Das Ganze allerdings immer noch nicht so ganz vorbei. Massio Haidara nochmal auf Thauvin und der versucht über außen zu kommen. Sie versuchen wieder in den 16er der Hammers hinein zu gelangen. Das macht Thauvin dann auch gut. Die Flanke allerdings wieder geklärt und es gibt einen erneuten Eckball. Wie gerade angesprochen, da sind sie stark und zwar nicht nur über Pogba, sondern auch über Chancel Mbemba, der Mann aus dem Kongo. Die Flanke kommt auf Pogba, erstmal abgewehrt, aber da ist wieder Massio Haidara und der versucht es nochmal. Da muss Wijnaldum eingreifen und der ist ein Dribbler und der hatte bereits getroffen gegen Arsenal. Hatte da Adrian Gabriel. Jetzt wollte er Adrian düpieren, versucht das hier mit dem schwachen Abschluss, allerdings kommt er nicht am spanischen Keeper vorbei. Es ging weiter, Newcastle drängte auf den Ausgleich und sie bekamen ihre Chancen. Hier nach knapp 35 Minuten Pato mal mit der Flanke, Wijnaldum kommt nicht ran, aber der Ball kommt zu Emre Can, der versucht es Volley abgefälscht und da ist Moussa Sissoko aus der Distanz, 1:1, 36. Spielminute, der Ausgleich für Newcastle United. Der war nach dem Spielverlauf verdient, sie hatten auf dieses Tor gedrängt und Sissoko belohnt seine bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr starke Leistung mit dem 1:1.
wunderbarer Distanzschuss, zwei wunderschöne Tore in dieser Partie. Adrian genauso wie auf der anderen Seite Tim Krüll absolut chancenlos und Newcastle wollte jetzt direkt noch mehr, wurde mutiger, das ist Massio Haidara und der versucht aus der Distanz allerdings doch etwas deutlich am Tor vorbei. Adrian muss da nicht eingreifen. Danach war Halbzeit, die beiden Teams gingen also mit einem Unentschieden in die Pause. Das Ganze war für beide noch nicht so ganz zufriedenstellend, beide wollten natürlich hier gewinnen, einmal Newcastle, um sich abzusetzen und auf der anderen Seite die Hammers, um im Idealfall direkt an Newcastle vorbeizuziehen. Dafür waren noch ein paar Tore notwendig, allerdings konnte ja alles passieren. Der Bowling Ground ist dafür bekannt, dass viele besondere Dinge bei den Hammers ab und zu mal passieren können. Wir gehen rein in Halbzeit 2 und da passierte sehr, sehr wenig. 57. Minute mal Pato auf Außen, muss sich wieder den Ball erarbeiten, spielt dann in den Rückraum auf Emre Can, aber sein Schuss abgeblockt und der Konter wird dann ebenfalls direkt unterbunden. Hier sehen wir Andy Carroll und der mit dem Ball auf Payet, allerdings ist Haidara da und das Ganze ist schon wieder vorbei. Es gab allgemein relativ wenige Strafraumszenen, wenn dann mal über Standards war, beispielsweise auch West Ham gefährlich. Payet wieder mal mit dem Ball in die Mitte und da ist Angelo Ogbonna und im Endeffekt ist der Kopfball von Kouyaté da. Allerdings köpfte er den Ball doch deutlich übers Tor und dementsprechend wurde es nicht mehr gefährlich. Die letzte Chance der Partie, wir springen schon in die 90. Minute, dann nochmal auf der Seite der Magpies, Can auf Alex Pato, der verliert den Ball und plötzlich kontert West Ham doch nochmal. Amalfitano, der Franzose, auf Kouyaté und der mit einem weiten Ball auf Mauro Zarate, der ist schneller als Pogba, kann sich da durchsetzen. Pogba bügelt das Ganze so halb wieder aus, Ball kommt aber zu Alex Song und der nochmal zurück auf Zarate und zum Glück ist Krüll da und verhindert in der 90. Minute den erneuten Führungstreffer der Hammers und das war dann auch die letzte Aktion der Partie. Also ein Unentschieden zwischen den Magpies und West Ham United am Bowling Ground. Ein Ergebnis, mit dem beide nach dem Spielverlauf zufrieden sein können. Beide hätten den Sieg hier nicht verdient gehabt, allerdings trotzdem bitter, denn so hätte man sich auf der einen Seite absetzen können, auf der anderen Seite wieder rankämpfen können. So bleiben beide erstmal im Tabellenmittelfeld, auch wenn Newcastle deutlich besser dasteht mit 8 Punkten nach 5 Spielen als die Hammers mit 5 Punkten nach 5 Spielen. Wir werden die nächsten Spiele abwarten müssen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, sowohl bei den Männern aus London als auch bei den Männern aus dem Nordosten Englands. Wir dürfen gespannt sein, wie Alexandre Pato mal wegsteckt, dass er mal eine Partie nicht getroffen hat und keinen Scorerpunkt gemacht hat. Das sieht man selten, allerdings werden wir die nächsten Wochen sehen, wie sie das fortsetzt. 1:1 zwischen den Hammers und den Magpies. So, Freunde, ein Unentschieden, allerdings auch ein leistungsgerechtes Unentschieden in gewisser Weise gegen West Ham. Wir hatten zwar 7:2 Schüsse und 5:1 Torschüsse, das heißt, sie haben quasi mit ihrer einzigen Chance das Tor gemacht, aber trotzdem haben wir nicht so gut gespielt wie in den Partien zuvor. Das heißt, das muss in den nächsten Wochen wieder besser werden. Allerdings haben die auch wirklich kontraproduktiv für den hohen Druck, quasi beziehungsweise für dieses extrem hohe Pressing, für diesen Spielstil gespielt. Die haben nämlich sehr destruktiv gespielt und von damit sehr, sagen wir mal, nicht mutig. Von daher war das, ja, nicht so ideal, aber ich denke mal, in den nächsten Wochen könnte das wieder besser funktionieren. Spieler verletzt, 3 Wochen wird Haidara ausfallen und genau das ist jetzt die Situation. Der würde ganz gerne auf A6 spielen, mal wieder der TOT. Kann er gegen Watford eventuell machen? Vielleicht stellen wir den da mal hin für wen eigentlich? Das ist die große Frage. Vielleicht sogar für Zaha, also für Sissoko. Sissoko rückt ins rechte Mittelfeld und dann packen wir mal Zaha raus und Thauvin auch, das heißt beide, denn Thauvin jetzt mit Form ganz runter, sieht nicht so gut aus. Dix allerdings auch. Mal sehen, wie wir das machen. Haidara geht auf jeden Fall erstmal raus und Cole kommt dafür rein und auf die Bank kommt dann dementsprechend eigentlich mal Gouffran. Machen wir mal Gouffran und dementsprechend sieht das dann ganz in Ordnung aus. Die nächsten Wochen werden anstrengend, die nächsten Wochen werden allerdings auch mit hoffentlich sehr viel Erfolg bestritten werden. Gegen Aufsteiger muss auf jeden Fall gewonnen werden. Ob wir das schaffen, sehen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn euch diese hier gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.